Willkommen, liebe Freunde des CNC-Fräsens. Heute seht ihr den letzten Teil zur Herstellung meiner Spannvorrichtung aus Stahl. Ich zeige euch das Bohren der letzten Platte und das Herstellen der Unterlegscheiben aus Aluminium. Danach schraube ich die fertige Spannvorrichtung auf meinen Rastermaschinentisch und zeige euch die Funktionsweise der Spannvorrichtung. Im Hintergrund seht ihr das Zentrierbohren. Dabei ist leider etwas schief gelaufen, und zwar hatte ich diese Operation einfach aus einer vorgehenden Operation kopiert und habe überall ein bisschen tief gebohrt, was dann nachher beim Fertigstellen auf der Ständerbohrmaschine nicht unbedingt gut ist, weil natürlich der Bohrer sich über die Querschneide zentriert und das dann bei diesen tiefen Vorbohrungen erstmal im oberen Bereich nicht möglich ist. Ich habe ein bisschen größer gesenkt und dann ging es auch, aber optimal war das nicht. Das Spannen ist jetzt eigentlich ganz einfach. Man schraubt zuerst auf die Lochrasterplatte die feste Backe. Zwei Schrauben richtig fest. Danach legt man das Teil ein, was man spannen will. Das liegt jetzt hier wirklich nur hier auf diesen kleinen Leisten. Danach schiebt man die Backe nach hinten, also die Schrauben müssen leicht gelöst werden. Die Backe ein bisschen nach hinten. Und dann zieht man die beiden Schrauben an. Dadurch, dass man die Schläge hat, kann die Backe jetzt hier nach hinten nicht mehr wegrutschen. Also die Backe kann hier so ein bisschen vor und zurück. Und man schiebt sie erst zurück und dann kann man über das Festziehen der Schraube versucht sie sich ja zu zentrieren und würde sich nach vorne schieben. Also nochmal reinlegen.
gucken, dass es schön aufliegt. Und dann kann man hier anfangen zu stauben. Jetzt habe ich nur ganz, ganz locker angezogen. Das hält schon echt gut. Jetzt mal so eine halbe, eine Viertelumdrehung vielleicht. Ach, hier ist eine halbe vielleicht eher. Bis nach 10. Ja, und jetzt hält das Pumpen fest. Obwohl es nur auf einer ganz kleinen Fläche unten spannt. Kann man also komplett überarbeiten an der Seite. Und wenn man es fertig hat, vielleicht einmal drehen und die andere Seite, die jetzt hier unten noch in der Backe ist, ich weiß gar nicht, das waren 1,4 mm oder so, die könnte man auch abladen. Also hält bombenfest. Super Sache. Die feste Backe kann ich entweder so rum aufbauen, aufschrauben, also hier auf meinen Lochrasterplatte. Ich kann sie auch 90 Grad drehen und so rüber aufschrauben. Und deswegen sind ja noch mal ein paar Bohrungen drin, dass es dann auch auf das Lochraster passt, was in der Richtung ist. Ich habe in der einen Seite 30 mm und der anderen Seite 40 mm Lochraster. Es ist natürlich auch möglich, die Backen zu drehen. Also ich kann die feste Backe drehen. So, jetzt habe ich die Backen gedreht. Dieses Teil ist jetzt noch ganz locker. Und auch hier wieder so mit einer halben Umdrehung. Das reicht vollkommen aus und das Teil sitzt jetzt auch bombenfest. In meiner Lochrasterplatte sind auch 2H7 Bohrungen, wo man Stifte mit Toleranz M6 eindrücken kann, also eine Übergangspassung, und dann kann man die feste Backe gegen diese Stifte schieben. Bei mir muss eine kleine Leiste dazwischen, dass es mit den Bohrungen passt, und hat damit dann die Backe ausgerichtet, ohne dass man sie mit der Uhr abfahren muss. Also ein bisschen Zeit gewinnen. Die Zylinderstifte haben Innengewinde und darüber kann man es dann wieder relativ leicht aus der Platte rausziehen, rausschlagen. Die Spannvorrichtung ist wirklich gut geworden und wird ein harter Konkurrent für meine Paulimod Niederzug-Schraubstöcke werden. Ein großer Vorteil von der Spannvorrichtung ist, dass sie so niedrig ist, im Gegensatz zu einem Schraubstock. Und es dürfte vielleicht auch die Z-Verfahrprobleme des einen oder anderen lösen. Auch die Möglichkeit, mit einer sehr kleinen Einspanntiefe, dank der Mighty Bits, zu arbeiten, finde ich klasse. Das Einzige, was mich so richtig ärgert, ist, dass ich nicht gleich zwei Spannvorrichtungen gebaut habe. Dann hätte ich natürlich noch viel größere Bauteile spannen können. Mit diesem Video ist die Videoreihe zur Stahlspannvorrichtung beendet. Aber die nächsten Videos sind schon in Planung. Ich werde eins zu den Paulimod Niederzugstaubstöcken erstellen und danach eine Videoreihe zur Planung und dem Bau meiner Alu-Mineralguss-Fräsmaschine. Schwieriges Wort. Wenn ihr an den weiteren Projekten interessiert seid, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Das war's für heute. Ciao.